Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Quarry. Ja, in der letzten Folge sind wir ein bisschen mit Jacob durch die Gegend gelaufen. Jacob ist derbe verknallt, wohl in Emma. Für Emma scheint es ja wahrscheinlich bloß so ein Sommerflirt zu sein, aber er will mehr von Emma. Jetzt hat er gerade, ich habe vergessen, wie sie heißt, ach, ich habe es eh nicht mit Namen, ihr wisst es, die andere hier gefragt, wie wir das Auto manipulieren können, und wir überlegen gerade, werden wir die Verteilerkappe klauen? Oder die Spritzzufuhrkappen. Spritzzufuhrkappen finde ich blöd. Wir haben ja nämlich von der alten Dame da so eine Vorhersage gesehen gehabt, da wo die Karre gebrannt hat. Und das könnte ich mir vorstellen, dass es ist, wenn wir die Spritzzufuhr. Wir klauen einfach die Verteilerkappe. Kann man ja wieder draufstecken. Jetzt mit mir, Buddy. Ich bring dich morgen wieder zurück. Wird nicht auffallen. Hier oben, Leute. Was haben die beiden jetzt wieder vor? Hey, Jacob. Was? Nein, Alter, bitte, tu's nicht. Hier, fang. Oh, Nick. Zu blöd. Boom. Oh, wie geil ist das? Oh, Mann, guter Fang. Freak. Oh. Hätte ich bloß Kohle dabei. Freaks. Ihr seid allesamt Freaks. Oh, endlich. Ich verstehe ja den Technologieverzicht, aber langsam reicht's. Wär's zu viel verlangt, dass Mr. H die Handys wenigstens auflädt? Du hast immer was zu meckern. Du weißt, dass die Handys nur für Notfälle gedacht sind, oder? Oder ist es für dich ein Notfall, abserviert zu werden? Böse. Wirklich böse, böse, böse. Freundlich, wenigstens hatte ich eine Beziehung genervt. Halt's Maul. Pisser, halt's Maul. Hey, sorry, ich... Peace und so, Mann, ich wollte dich nicht beleidigen. Sind alle bereit? Wo sind denn die anderen? Warum fragst du mich? Du weißt doch sonst so Sachen. Was soll ich denn zu so einem Statement sagen? Sag halt Nick. Du bist so ein Genie. Ein solcher Prachtkerl, wie du es bist, kann jede haben. Okay, ja. Träum weiter, Junior. Ich finde Jacob sympathisch. Ist so einfach strukturiert. Eggets Quarry. Camphütten. Kann aber jemand wunderhübsch zeichnen. Hallo, meine Partymaus. Statusbericht? Wir haben offiziell unser Nest leer. High five, hopp hopp. Oh Mann, du bekommst dein Handy zurück? Holen wir unser Gepäck und dann weg von dieser moskitoverseuchten Absteige. Tür ist zu, Gepäck ist drin. Oh, verdammt. Ja. Tja, ganz klar, was wir zu tun haben. Nach dem Schlüssel fragen? Das Schicksal besiegen. Und mit Schicksal besiegen meine ich, wir besiegen dieses Schloss und schnappen uns das Gepäck. Ach klar, warum nicht? Okay, legen wir los. Aber wehe, wenn das Ärger gibt. Ich werde nichts verraten. Mr. Hackett, der fährt es eh. Das waren die Kinder. Das waren die Kinder. Waren oder sowas. Nein, hast die du hier Kinder. Schon mal Bären gesehen? Nein, aber das heißt nicht, dass da keine sind. Dein Punkt. Na gut, dann mal los. Auf drei. Was? Eins. Zwei. Drei! Oh. Also wenn... Alles wird möglich. Durch positives Denken. Wieso höre ich auf dich? Weil ich immer recht habe. Und du bist sicher, die denken, das war ein Bär? Oh mein Gott, hör auf. Wir killen hier doch niemanden. Okay, gut. Ich schaue mich nur noch mal um, falls wir was vergessen haben. Nur zu. Hey,
Ja, jetzt mal ganz im Ernst, was ist das für ein Schloss? Die haben sich Bede dagegen geworfen. Sind Bede jetzt nicht gerade übelst die Bären von der Statur? Da durfte doch eigentlich so eine Tür nicht aufgehen, oder? Dann gucken wir uns nochmal schnell um, was es hier jetzt noch so Schönes gibt. Ach, gucken wir gleich, was sie von... Oh, das war doch Klein Izzys. Oh, was ist das? Ein Teddybärenhase? Ich will ein Spiel spielen. Oh Gott, bist du gruselig. Komm, mitnehmen. Du gehst zurück zu Izzy. Na klar. Wie wird die vermissen? Wenn du so als Kind so sein liebstes Lieblingskuscheltier hast, da... Da sind die Kinder doch traurig. Würde mir leid tun. Ach, guck mal, was liegt denn da noch? Freakshow habe ich gerade gelesen. Kann das sein? Dieser Ort machte Schlagzeilen? Zeige mal, was der für Schlagzeilen gemacht hat. Ein Ausschnitt aus der Lokalzeitung der North Kill Gathered. Sieht nicht gerade aktuell aus. Da steht etwas über einen Brand. Wer das hier in Hackes, war das hier in Hackes Quarry? Guck mal, wir haben noch was. Der kaputte Käfig. Dieser kaputte Käfig wurde mit der Zeit vom Wald erobert. Sieht aus, als hätte sich hier ein Tier niedergelassen. Harum Scrarum Plakat. Achso, so, das, was wir im Wald gesehen haben. Achso. Das ist ein Plakat für einen Wanderzirkus. Es scheint schon eine Weile hier zu sein und wurde scheinbar im Wald vergessen. Sind die Ränder etwas angesenkt? Ja, stimmt. Sieht so aus, ne? Vielleicht doch Zirkus und doch vielleicht einfach bloß so ein Wolfsjunge oder weiß ich nicht. Haben sie den da bloß reingemacht, um zu tun, hey, das ist ein Wolfsjunge. Der muss im Käfig sein, das ist ein echter Wolf. Weiter nach hinten kommen wir nicht. Oh, was liegt denn hier schon wieder? Nichts. Klingt bekloppt, aber ich werde die lausige Federung echt vermissen. Okay. Ja, hier ist eine Schnelle, dann können wir ja losstiefeln. Emma wird schon warten. Was ist denn da? Ein Rabe. Guck, guck. Wo gehst du denn hin? Achso, du guckst. Das wird seltsam, ohne Dylans Morgenansagen aufzuwachen. Ach, hat er hier die Ansagen gemacht, ja? Ah. Wird mir eigentlich den Raben angucken? Hallo, Rabe. Hey, lass das sein. Ach. Ist hier hinten noch irgendwas? Vielleicht eine kleine Karte für uns? Nö. Schade eigentlich. Oh, ich finde, das haben die so geil. Lichtstimmung, das sieht so toll aus hier. Eine Bank haben wir hier auch noch. Komme ich hier irgendwie runter? Nö. Na gut, dann werden wir mal gucken gehen. Wo ist denn Emma jetzt so hin? Kommen wir eigentlich in die anderen Hütten auch rein? Aber gut, nee, da müsste Emma uns bestimmt beim Einbrechen mithelfen, oder? Komm, wir gehen mal zu der Hütte. Ich finde ja noch irgendwas Cooles. Irgendwas, was uns das bringt zum Schluss. Ich habe hier auch mal die alternativen Soundtracks angemacht, weil ihr kennt es ja, Lizenzrechte, bla bla bla, YouTube und so. Mal gucken. Weil am Anfang kam ja gleich so ein ganz geiles Lied und hier beim Prolog kam ein geiles Lied. Ich finde das eh geil mit der ganzen Musik. Bloß schade immer, dass das alles so ein bisschen gecuttet wird hier und ach. Mir fällt gerade auf, die hat einen voll coolen Rucksack. Der hat Flügel. Kleines Teufelchen. Okay, ich glaube, wir kommen hier in keinen
Eins von den Hütten rein. Das ist hier in der Mitte. Da sitzt auch der Vogel. Ist der da hingeflogen oder ist das ein anderer? Oh, ich will schaukeln. Kann ich schaukeln? Bitte, 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 sag ja. Nee, ach da. Anschubsen, yay. Gott. Ein Widerstand bringt die Schaukel. Was ist hier denn los? Beweismaterial. Ach ja, oh Gott, Beweismaterial gibt's auch. Quicktime-Events. Oh. Hatten wir schon, hatten wir schon. Sorry. Nimm dir etwas Zeit für diese Hinweise, die dich durch die verschiedenen Situationen und Wendungen leiten. Ich cut es vor, ich war ja vorhin schon. Und da sind wir auch schon wieder. Ihr Beweismaterial wollten wir uns angucken. Sicherheitstipps. Alle lieben Schnitzeljagden. Und so ist es auch in Hackett's Quarry. SOS. In diesem Wald sind allerhand Geheimnisse verborgen, die dich, wenn du sie entdeckst, vor juristischen Folgen schützen können. Denn all die Erlebnisse, von denen du hinterher erzählst, sind bloß Geschichten, wenn du sie nicht belegen kannst. Also spüre die dunklen Geheimnisse auf, mach Fotos oder finde Beweismittel. Dann kannst du vielleicht deine Unschuld beweisen. Okay. Oder auch nicht. Oh, bitte nicht tasern, bitte nicht tasern. Cool. Unterbrechen. Interruptus. In dieser Nacht wirst du hin und wieder die Gelegenheit haben, das Geschehen durch dein Handeln selbst zu beeinflussen. Bedenke, dass du in diesen Fällen zwar eingreifen kannst, aber nicht zwingend musst. Manchmal ist es sogar besser, es zu lassen. Oh, das ist ja kacke. Ich kann mich doch mal so schwer raushalten bei sowas hier. Weg gewählt. Ach, Gefährten gewählt. Steckt voller Möglichkeiten, Geheimnisse und unentdeckter Wunder. Mit jedem einzelnen Schritt legst du deinen Weg fest und erlebst die Konsequenzen deiner Entscheidungen. Von Zeit zu Zeit siehst du, wie eine Situation hätte ausgehen können, wenn du in der Vergangenheit andere Entscheidungen getroffen hättest. In Hackett's Quarry gibt es keinen falschen Weg. Aber Vorsicht, denn manche Wege sind gefährlicher als andere. Aha. Kampf haben wir noch nicht. Luft anhalten, Luft anhalten? Muss ich da jetzt auch erst irgendwie so eine Hinweise finden? Autsch. Sollte Jacob besser nicht sehen. Das ist durchgestrichen? Erfolg bekommen. Die Wahrheit ist da draußen. Was ist das? Ist das Dylans? Stinkert das etwa? Vielleicht ist das ja so ein Bär ab Dingsbums Abwehr Geruchszeug. Was gibt's denn hier? Oh, die haben einen Pool. Wie geil ist das denn? Können wir in den Pool gehen? Nee, das sieht zu aus. Ach, guck mal, da hinten wartet sie. Na. Ich häng fest, ich häng fest, ich häng wirklich fest. Hilfe. Ist hier die unsichtbare Wand? Nee. Ah, jetzt geht's hoch. Bloß nicht zu nah an der Kante von der Treppe lang gegen. Mist, wir können leider nicht über dieses, diese Metallkette gehen, auch nicht drunter durch. Ich hätte ja gern geguckt. Na gut, Emma, wir kommen ja schon. Mach keinen Stress. Du hättest uns doch abholen können. Achso, du kommst da nicht rüber. Du hättest uns doch mit dem Kart abholen können hier, oder? Kuckuck. Kann es losgehen? Ja, klar. Können wir machen. Los geht's! Los geht's? Zeig ich ja. Komm, fahr mich zurück ins wirkliche Leben. Du bist immer so dramatisch, anstrengend, selbstsicher.
Ach, das ist Theater. Das wollen die Leute so. Also spielst du es vor? Also, eigentlich heißt Vorspielen nur, du selbst zu sein. Aber lauter. Du solltest es probieren. Wer weiß, wen du damit beeindruckst. Nein. Jetzt ist es eh zu spät. Für was? Dich und Nick? Du erfährst es nie ohne etwas Anregung. Gelenk, Cowgirl. Verfließt. Oh, gerade was getrunken und schnell reagiert, okay, hier, abgestellt. Ach, verschluckt. Sagen wir, ich gebe ihm eine Anregung. Und dann ist er am Ende ein Idiot, wie bei dir und Jacob. Eigentlich ist er ziemlich süß. Aber? So ist dann Schluss. Sommerflirt. Unsere Schulen sind 4 Staaten weit weg. Er sieht's auch so. Ja, nein. Klar. Aber zu euch. Du und Nick. Hab vielleicht eine Chance. Hol dir seinen Kontakt. Ruf ihn an. Oh, ich habe seine E-Mail. Sie war in den Papieren vom ersten Tag. E-Mail? Bist du 93? Warum nicht E-Mail? Du wirst mir echt fehlen, Abby. Oh, halt, stopp! Oh, aber zur Lodge geht's da lang. Fahr nach rechts. Wieso? Komm schon, Siegesrunde. Eine letzte Fahrt einmal rund ums Camp. Oh, warum nicht, oder? Ach, die fahren doch nicht ohne uns. Siegesrunde, komm. Ja. Sieg über was denn? 2 Monate ohne Technologie. Ich finde es ganz schön, offline zu sein. Ach, ich nicht. Und meine Fans vermissen mich. Ich würde sagen, manchmal ohne Technik ist vielleicht auch ganz geil. Unterstützend, kann ich mir vorstellen. Wegen ihren Fans, Mann. Wie haben sie es ohne dich geschafft? Oh, eigentlich ist das so meins. Also wie konnten die es bloß ohne dich aushalten? Oh, wie haben sie es 2 Monate ohne dich geschafft? Du musst wissen, dass ich wirklich loyale und engagierte Fans habe. So schön. Ich biete sehr wichtige und lehrreiche Lifestyle-Ratschläge in Form von unterhaltsamen und witzigen Videomonologen. Schön. Sie vertrauen mir. Oh, total, ja. Du bist großartig. Ja. Mag ihren Sarkasmus. Ich meine, ich bin sicher, sie werden richtig überschnappen. Klar. Oh, hier. Minicamp. Was ist das? Die Feuerstelle? Die Insel. Wunderbar abgelegen. Hast du nicht das Baumhaus, was wir auf der Karte gesehen haben? Ist das Rauch? Ja, auf jeden. Sollten wir Alarm schlagen? Sieht kontrolliert aus, ist wahrscheinlich nur Mr. H, der Holz verbrennt, bevor er, naja, das Camp für den Sommer schließt. Ja. Apropos, wir sollten jetzt wohl zurück. Oh ja, falls der Nick einfach ohne dich abreißt. Was? Nein, aber wahrscheinlich warten alle auf uns. Mhm. Alle warten auf uns. Sie warten, ja. Nick wartet. Alle. Stimmt. Die wirkt so übervorsichtig, so kleines, schüchternes Mäuschen. Ist da jemand in dem Baumhaus drin? Ja, wa? Ich hab grad einen Erfolg gekriegt, aber zu spät geguckt. Chill mal, Jacob. Ist okay. Ich hab einen vollen Akku, also. Oh, fuck, Mann. Ah, Idiot. Hat denn keiner hier ein Ladegerät mit? Hier draußen hast du doch eh kein Netz, Alter. Die Funklöcher gehen mir auf den Sack. Du hast Löcher am Sack? Was? Nein! Dive-Vorlage. Okay, den Saft von Mr. H, bevor wir fahren. Ich wollte gerade sagen, das hört sich ein bisschen falsch an, mein Freund. Achte auf deine Wortwahl. Hi, Nick. Hey, wo habt ihr gesteckt? Wüsstest du wohl gern. Ignorier sie, bitte. Na los. Nur noch das Gepäck da hochhieven. Oh, hier, lass mich im... Lass mich mal. Ich krieg die Tasche schon selbst hoch, danke. Ganz sicher? Ich könnte nämlich... Also, das wäre kein Ding. Die Tasche schon selbst hoch, danke. Wir kriegen beide die Taschen schon selbst hoch. Sei mal nicht so eine Bitch, ey. Cool. Musst du doch nicht absichtlich so tun, als wenn es... Oh, es ist so schwer. Könnte mir nicht ein Held helfen?
Abby, soll ich dir... Ja? Kann ich... Okay. Hingeschmissen, geil. Geil. Das fand ich jetzt schon fast wieder ein bisschen süß. Hey, wo steckt eigentlich Ryan? Ja, er hat sich wahrscheinlich mal wieder grübelnd und mysteriös irgendwo verkrochen. Hier bin ich. Wieso warst du da unten? Steigt da eine Mii-Party? Ja, ich hab mir einen Podcast angehört. Oh, Podcast, nice, sehr cool. Welches Thema? Abwehrend, lass andere in Frieden. Geht's um mich? Ja, welches Thema? Geht's dabei um mich? Du denkst, es gäbe einen ganzen Podcast über dich? Ja, klar, okay, warum wenn nicht? Wenn hier jemand Podcast-Potenzial hat, dann ich. Ja, und der Podcast wäre Holt euch den Look und miecht wie ein Po. Oh mein Gott, du bist so kindisch. Aber ich sehe nicht aus und riech wie ein Po. Nein, es geht um paranormale Vorkommen. Die Episode handelt von hier. Weird, oder? Die Hexe von Hackett's Quarry. Die was von wessen was für ein Ding? Was ist die Hexe von Hackett's Quarry? Eine Hexe von Hackett's Quarry. Ist das nicht die Hexe von Hackett's Quarry? Sonst würde ich wohl nicht fragen, Vollhorst. Erzähle von der Hexe von Hackett's Quarry. Ich denke, sie interessiert sich nicht für die Hexe von Hackett's Quarry. Hört ihr jetzt bitte auf mit der Hexe von Hackett's Quarry? Ist nur eine Camping-Story für die Kids. Es, hier ist angeblich diese Oma bei einem Feuer vor ein paar Jahren krepiert. Sie ist im Wald, sucht nach ihrem verschollenen Baby. Und es heißt, sie würde flüstern und so weiter. Und sie fliegt dann so durch den Wald, halt typisch Geister. Und manche sagen, wenn es ihr gelingt, dich zu fangen, verwandelt sie dich in ihren Sohn. Oder killt dich. Oder so irgendwie. Naja, ist nicht richtig klar. Das war die Hexe von Hackett's Quarry. Du bist bekloppt. Ist alles aus dem Podcast, Mann. Coole Story, Bro. Ja, war doch ganz cool. Aber dann sind wir der ja schon begegnet. Dann ist das ja... Ist das dann nicht die Alte, die uns da am Tisch da mit den Karten da geholfen hat? Defensiv, besser als deine, unterstützend. Ihr hättet die Kids sehen sollen. Klar. Ohne Scheiß, Leute. Ihr hättet die Gesichter der Kids am Lagerfeuer sehen sollen. Gezeichnet fürs Leben. Ja, ich meine, nicht fürs Leben. Solche Geschichten sollte man ernst nehmen. Der Scheiß ist echt. Das ist Bullshit. Was hängt ihr da rum, Hecketiere? Ja, sind gleich durch, Mr. H. Hopp, na los. Schwingt endlich die Hufe. Sorry, Mr. H. Wir hatten noch Gepäck zu befreien. Hör auf. Wir wären schneller, wenn hier nicht jemand die Leute mit seinen Gruselstories beeindrucken wollte. Du hast gefragt. Gruselstories? Die Hexe von Hackett's Quarry. Oh. Hey, Sie haben noch den Van-Schlüssel, Mr. H. Das ist wohl so. Mein Gott. Ich vergesse noch meinen eigenen Kopf. Bin dann noch mal im Büro. Kommst du bitte kurz mit, Ryan? Okay. Yo, Mr. H. Was denn, DJ Dylan? Kann ich mal kurz an die Ladestation? Ich brauch ein paar Tunes unterwegs. Nein, geht nicht. Warum? Uncool, Mr. H. Bitte, das ist super uncool. Hey, Mann. Junge, ich bin der coolste verdammte Bro auf der ganzen Welt, Mann. Ich brauch nur Tunes für die Fahrt, Mann. Okay, jetzt hör auf. 5 Minuten? Nur 5 Minuten, das wäre genug. Mann. Er sagte nein, Dylan. Okay, ich weiß, aber ich... Wir sehen uns am Van, okay? Mr. H, die Stimme von Orochimaru? Kann das sein? Von Naruto? Du, Chris, ich müsste mal kurz mit dir reden. Ich bin doch nicht gefeuert. Nein, ich wollte dich nur was fragen wegen...
Sekunde, Partner, ich muss da kurz rangehen. Oh, ja. Okay. Oh, sorry. Hallo? Ja, Leute, und wie es weitergeht bei The Quarry, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch einen Daumen nach oben und ein Abo da, dann verpasst ihr auch keine Folge und ihr würdet mich unterstützen. Haut rein, bis zum nächsten Mal.